Der Pfälzerwald als Teil des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen ist eine ursprüngliche Urwaldlandschaft. Und zugleich birgt diese ursprüngliche Landschaft heute nur schwer zu findende Geschichtszeugen aus einer kriegerischen Zeit. Eine Vielzahl von Resten der Bunker des Westwalls, die heute allerdings teilweise nur noch schwer zu finden sind. Die Bunker wurden nach dem Krieg gesprengt und sind heute natürliche Biotope für eine Vielzahl seltener Tiere und Pflanzen. So wie hier bei diesem Holzlagerplatz in der Nähe der Ortschaft Eppenbrunn. Die Bunkeranlagen sollten nicht betreten werden. Herausragende Stahlarmierungen, Bodenlöcher etc. können tückische Fallen sein. Aber auch auf die Distanz bieten diese gesprengten Ruinen noch einen martialischen Anblick. Der Herbstwald umgibt sie mit prachtvollen Farben und im November mit einem mystischen und teilweise unheimlichen, dunstigen Nebel. Wer mehr über den Westwall erfahren will, dem sei ein Besuch des Westwallmuseums im Pirmasenser Stadtteil Niedersimpen empfohlen. Gleichfalls in Pirmasens findet sich, heute erinnert nur noch der Name daran, Richtung Winseln die alte Wehrmachtsstraße, die einst die Stadt umzog. Wir besuchen nun das im Stadtteil Niedersimpen gelegene Westwallmuseum, das untergebracht ist in den Bunkeranlagen der ehemaligen Gerstfeldhöhe, eines Festungsteils des Westwalls.